Ja, moin, hier bei Henritech Modellbau. In dem Video will ich mal eben was zeigen zum Thema Pflastern in H0 mit kleinen einzelnen Steinchen. In dem Fall hier, wie ihr seht, bin ich gerade bei so einem Layout. Es geht hier um so ein Hamburg-Süd-Hafenrand-Diorama, so Bereich Georgswerda, Wilhelmsburg, Harburg. Und die Straße hier verläuft so leicht S-förmig als Kopfsteinpflasterstraße und ich habe hier mal im Randbereich der Straße habe ich Parklücken angelegt. Da kommen jetzt hier ein paar, vier Parklücken längs, nee, fünf habe ich schon. Und hier, wo mehr Platz ist durch die Form der Straße, werde ich wahrscheinlich noch ein paar Parklücken, wo man längs einparken kann, machen. Fünf, sechs Stück. Vielleicht eine auch ein bisschen größer, dass man mal einen Transporter oder einen Sprinter da hinstellen könnte. Und rechts daneben auf der Nachbarplatte ist dann geplant, so einen Stellenimbiss zu machen oder so eine Kaffeeklappe, so einen Kiosk-Imbiss-Container. Und die Leute, die sich da ein Würstchen holen wollen, die müssen ja auch schließlich irgendwo parken. Und ich komme hier mit dem Bürgersteig an, neben den Parkplätzen. Und der soll hier irgendwo hinter den Parkplätzen auch weiterlaufen. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das gestalte. Und hier den Innenteil der Parkflächen, den habe ich aus Flexiway Juvela Kopfsteinpflaster gemacht. Normalerweise sind das Straßenstücke. Das ist hier so ein längeres Stück Flexiway gewesen. Und da habe ich mir immer dann für die seitlichen Parklücken 9 Reihen Steine abgeschnitten, habe mir die eingepasst und habe die dann einzeln umlegt mit gelben Mauerstein, mal hier zeigen, das sind so einzelne kleine Bodenpflastersteine, das werden die verkauft. Das ist hier jetzt eine Gelbmischung. Das sind verschiedene Gelbtöne, helles Gelb, dunkles Gelb. Und damit das ein bisschen Leben bekommt und nicht so langweilig aussieht, versuche ich natürlich die auch nicht immer genau abwechselnd zu verlegen, aber ich lege da mal irgendwie zwei helle, einen dunklen, einen hellen und so weiter. Und man muss tatsächlich darauf achten, bei diesen Steinen, die haben eine Ober- und Unterseite. Die werden ja produktionsbedingt, ich kann es mir jedenfalls so vorstellen, ist das eine Masse, die angerührt wird, die wird in eine Silikonform gegeben und wird dann mit so einem Abzieher, wie so ein Fensterabzieher, wird die abgezogen und dann härten die aus und danach werden die entformt und verkauft. Die kommen dann in, mal schnell zeigen hier, die kommen dann in so Beuteln in den Packungen. Und da sind ein paar hundert oder ein paar tausend Stück drin, je nachdem, was man kauft. Und das ist wie bei Murphys Gesetz mit dem Marmeladenbrötchen, was einem runterfällt beim Frühstück. Das fällt immer auf die Marmeladenseite, bekanntlicherweise. Und egal, wie ich mein Säckchen ausschütte hier von meinen Steinchen, das ist auch bei allen möglichen anderen Juwelersteinen so. Das ist auch bei den viereckigen Gehwegplatten so. Das ist bei diesen größeren Steinen, die ich benutze als Randsteine so. Die landen fast immer alle auf der Oberseite. Das heißt, ich habe dann erstmal den Job, das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet, die alle erstmal umzudrehen. Man erkennt das, die Unterseite ist herstellungsbedingt ein bisschen größer, die Fläche. Die haben so ein bisschen übertrieben gesagt, die Form von einem Goldbarren. Und wenn ich hier meine Pflasterung mache für Parkplätze oder Bürgersteige oder was auch immer, dann nehme ich natürlich gerne die etwas kleinere Seite nach oben. Dann ergeben sich automatisch die richtigen Fugen und die richtige Fugenbreite und das sieht dann wahrscheinlich nachher gefälliger aus. Wenn mal einer umgedreht ist, ist es auch nicht schlimm. Deswegen habe ich mir hier schon mal ein paar Sachen hingelegt. Ich bin inzwischen auch zu Weißleim übergegangen. Ich habe mir hier mal Holzleim draufgesetzt. Damit man nachher keine gelben Untergründe durchscheinen sieht, habe ich meistens mit Schwarz oder mit Braun male ich das ein bisschen vor. Da, wo ich dann die einzelnen Steine setze, damit das nachher da nicht so durchscheint. Das wird noch alles verfugt mit einem Fugenpulver, also von daher ist das nicht so wild. Ich zeige jetzt mal hier, wie ich das mache. Ich nehme mir also meinen Stein mit der richtigen Seite nach oben, dann tauche ich den einmal im Weißleim ein. Der Überschuss muss wieder weg, weil wenn der Weißleim rausquetscht zwischen Stein und Nachbarstein und zu hoch quetscht, dann wird meine Steinfarbe etwas dunkler und mein Stein bekommt einen Fleck. Und das wäre schlecht. Ich
Ich werde mal hier ein bisschen zoomen und euch mal ein bisschen drehen. Hier mit meinem primitiven Handyhalter. Noch ein bisschen wieder zurück. So, das heißt, hier habe ich im Grunde die Reihe jetzt auch voll gemacht. Da wird jetzt so eine kleine Beetkonstruktion kommen, vielleicht mit ein paar Bäumen und ein paar Büschen, dass da so ein bisschen Grün in die Stadt kommt. Und als Stabilisierung für die Parklücke setze ich hier auch noch hier diese Steine. Das sind so rechteckige, die sind eigentlich für einen anderen Maßstab gedacht gewesen. Das ist, glaube ich, 1 zu 45 oder irgend sowas. Habt ihr aber alle mal durchgemessen und mir mal so verschiedene Mischungen bestellt. Und ich warte immer noch auf Bordsteine von Jovela, händeringend. Da hat der Chef mir angekündigt. Es ist angeblich auch eine Arbeit, weil ich verwende momentan Bordsteine hauptsächlich von Preiser aus Polystyrol, was auch gut geht. Kann man auch gut anmalen, bearbeiten, schleifen, alles Mögliche. Nur die sind A nicht gerade günstig, wenn man da ein bisschen mehr von braucht. Und wenn ich hier mit dem natürlichen Gips-Keramikmaterial schon arbeite, dann würde ich auch ganz gerne die Bordsteine verarbeiten. Also ich warte gespannt auf diese Bordsteine. Aber da die noch nicht fertig sind, muss ich hier jetzt mit Preiser teilweise am Straßenrand arbeiten. So, hier setze ich mir jetzt auch Stein für Stein die Platten und oder diese Rinnsteine. Und da sieht man auch wirklich Ober- und Unterseite. Die Seite, die ich als Oberseite nehme, die hat so natürliche Marmorierungen und verschiedene Farben. Da sind die Ränder ein bisschen anders. Die haben so ein paar Flecken. Wahrscheinlich auch herstellungsbedingt. Und die andere Seite, die ist eigentlich einfach gleichmäßig grau. Daran kann man hier schon erkennen, was ist Oberseite und was ist Unterseite. Und ich lege mir dann meistens immer so 20, 30 Stück hin, drehe mir die richtig um, sodass ich dann, wenn mein Kleber noch flüssig ist, mein Weißleim dann verlegen kann. Man kann die wunderbar schleifen, fräsen, bearbeiten. Das geht ganz klasse. Also wirklich auch mit dem Skalpell ist gar kein Problem. Man kann die auch schleifen mit dem Proxon-Schleifer. Man kann die feilen. So, jetzt habe ich hier einen Stein, den ich anpassen will. Jetzt gucke ich, dass der Winkel passt. Und baller mir den hier einfach einmal mit dem Skalpell so weg. Das, was die Jungs in echt, die Straßenbauer und Galabauer, praktisch mit der diamantbesetzten, teuren Säge machen müssen, das kann ich hier wirklich im Skalpell machen bei dem Material. Das ist ganz klasse. So, jetzt entsteht hier wieder eine Ecke, wo ich nochmal einen Schnitt machen muss. Da halte ich jetzt mit dem einen Finger fest, setze mein Skalpell an und zack, das war's schon. Jetzt kommen hier die Gehwegplatten zum Tragen. Das ist ähnlich wie bei den Rechtecksteinen. Die haben immer eine Seite, ich nenne das mal Unterseite. Die hat ein gleichmäßiges Grau. Und die haben eine Seite, da ist so ein bisschen Leben drin. Was ja eine echte Platte auch meistens hat. Ich gehe dann hier nochmal dazu über, meistens auch durch kleine Höhenunterschiede oder Klebefehler von mir, dass ich dieses fertige Ergebnis, wenn der Kleber ausgehärtet ist, nach einer Stunde oder so, gehe ich dann nochmal mit dem Schleifkissen rüber und schleife die nochmal ein bisschen gleichmäßig. Dann schlemmen sich auch gleich die Fugen so ein bisschen zu. Und wenn das passiert ist, dann gehe ich mit Fugenpulver dabei, verfuge das Ganze. Und dann kann man nach Herzenslust mit Farben, mit Pan-Pastellstiften, mit Washings, mit Airbrush darüber gehen, solange bis an das Endergebnis an Verschmutzung und Alterung und Effekten gefällt.
Die rühre ich noch mal ein bisschen hier ins Bild. Und wenn das denn soweit ist, dass einem das gefällt, dann kann man das mit einem bitte möglichst tunlichst sehr matten Klarlack, kann man das fixieren. Da gibt es sowas wie Belton oder was weiß ich. Muss man aber auch vorsichtig sein. Ich habe letztens ein fertiges Herpa-Modell mit Lack und Dekals mit einem Belton versiegelt. Schön matt wollte ich. Und war ein bisschen dick die Schicht und er hat sofort angefangen, mir meinen Revell Kunstharzlack wegzuknabbern. Und er hat dann wirklich Blasen und Falten geworfen, sodass ich das halbe Modell neu lackieren konnte. Gut, das Material hier kann so ein bisschen mehr ab. Das juckt das, glaube ich, nicht. Hier mein Juwelermaterial, das steckt das so weg. Muss man aber nicht. Aber gut, man will ja die Platte auch mal sauber machen zwischendurch. Sammelt sich Staub drauf hier vom Bauen und der normale Hausstaub. Und man möchte das zum Messen schleppen später mal und so weiter. Und dann möchte ich da schon mit dem Staubsauger einmal drüber gehen können, mit der Pinselbürste, einmal sanft, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verändere gleich meine Alterung hier bei dem Ganzen. Mit den ganzen Pülverchen, mit denen man hier raufgeht, die werden dann durch einen dünnen Klarlack einmal schön gebunden. Ja, wenn ich jetzt zu viel Kleber habe, das ist immer die Kunst, dann hat man das Problem, dann bekommt man so Klebestellen. Das möchte man eigentlich nicht. Deswegen tauche ich meistens ein, dann setze ich sie einmal auf und dann versuche ich so hinzusetzen und zu schieben und zu drücken, dass zwischen den einzelnen Segmenten kein Leim austritt. Hier mache ich jetzt übrigens ein versetztes Fußwegmuster, also immer eine halbe Platte versetzt. Hier auf der langen Geraden habe ich mal einfach nebeneinander gelegt. Das ist ja anscheinend auch in der Wirklichkeit, habe ich gesehen, so wie die Lust und Laune haben oder was im Lastenheft der Stadt steht, was die bauen müssen oder dürfen. Denk mal, diese verschachtelte Methode, die ich jetzt mache mit einer halben Platte Versatz, das ist so die gängigste bei diesen Platten. Aber da kann man sich schon ein paar Stunden mit beschäftigen. Und das war für mich, vor ein paar Wochen im Krankenhaus aufgewacht bin und meine rechte Hand hat so gut wie gar nicht funktioniert. War das eine schöne Fingerübung, um meine Hand zu trainieren. Da habe ich mir von meiner Frau wirklich kurz nach der Intensivstation habe ich dann zu ihr gesagt, pack mal die und die Steinchen ein, die du da findest in meinem Bastelzimmer. Ein bisschen Sekundenkleber und ein bisschen Werkzeug und Skalpell und so weiter. Und da habe ich wirklich im Krankenhausbett Juwelersteine verlegt, um meine Finger und Hände wieder ein bisschen zu trainieren. Inzwischen geht das schon wieder ganz gut. Die rechte Hand hat noch Schwächen und Lähmungen, aber das wird schon noch. Bin ja zumindest froh, dass ich hier schon mal wieder was auf die Reihe kriege. So, irgendwann wird einem der Weißleim auch, dann bildet der eine Haut. Und wenn er eine Haut bildet, dann ist er nicht mehr offen, so sagt man da, glaube ich, zu. Und dann muss ich mal einen neuen Tropfen nehmen. Man könnte den natürlich auch verdünnen mit Wasser. Aber ab einer bestimmten Verflüssigung fangen die Steinchen an, das Zeug aufzusaugen und zu absorbieren. Und dann werden die plötzlich von unten nach oben dunkel. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Also verarbeite ich den meistens so, wie der ist. Und da das Zeug ja auch im Vergleich zu vielen anderen Modellbauartikeln wirklich im Baumarkt ein Schnapper ist und nicht so teuer, ist mir das dann auch wurscht, wenn dann mal hier und da ein Tropfen eintrocknet und man das dann wegwirft und abwischt und was weiß ich. Das ist halt so. Das juckt mich dann nicht weiter. So, ich baue auch hier irgendwie mehr oder weniger drauf los. Ich habe einen groben Plan, was ich machen will. Ich weiß
Hier mache ich irgendwas mit Blumen und Bäumchen. Dann weiß ich, hier kommen irgendwie Parkplätze. Hier hinter wird irgendwie mein Bürgersteig langlaufen, mein Radweg. Ich plane das aber nicht so super genau. Und das meiste entsteht wirklich beim Bauen. Man hat ein Bild im Kopf. So, ne, in der Fantasie. Und ah, das mache ich mal, das mache ich mal. Und dann fängt man an und dann stellt man fest, oh, das, was ich da im Kopf hatte, das geht gar nicht. Oder was ich im Kopf hatte, sieht scheiße aus. Oder ich bin zu faul. Das, was ich im Kopf hatte, ist zu anstrengend zu bauen. Dann entscheide ich mich manchmal auch für eine faulere Variante. Aber es geht in die Richtung. Das wird auch noch so einige Wochen und also Monate vor allen Dingen hier in Anspruch nehmen, je nachdem, wie viel Zeit ich hier habe und wie viel Lust ich hier habe. Das Gute ist ja daran, man kann das wirklich in die Ecke legen und wenn man überhaupt keinen Bock hat, dann guckt man mal eine Runde Fernsehen. Oder man kann weitermachen. Momentan habe ich richtig Lust, hier was zu tun. So, jetzt habe ich auch die Platten, die ich mir hier vorbereitet habe, alle aufgebraucht. Das soll es mal zum Plattenverlegen gewesen sein. Zeige euch jetzt noch mal bisschen näher dran, was ich hier verzapft habe. So, also ihr seht hier die Platten. Da habe ich mal das Muster gewechselt. Hier ist der ganze Bürgersteig in der anderen Technik. Da kommt dann auch noch so ein bisschen Beet und so weiter. Und ja, da gibt es ein anderes Video. Da habe ich hier Straße verlegt. Juwela Flexiway. In der Unterführung auch konsequent natürlich weitergemacht, das Ganze. Und gehe mal mit dem Zoom ein bisschen raus. Hier auf der Nachbarplatte, die ja schon einiges älter ist, bin ich da ähnlich vorgegangen. Da habe ich hier die Parkplätze mal mit größeren Betonplatten gemacht und die Ein- und Ausfahrten. So wird das Gleis auch auf der Nachbarplatte etwa aussehen, vielleicht nicht ganz so krass zugewachsen. Da habe ich dann entsprechend Bewuchs nachempfunden. Hier ist ein Bahnübergang auf dem späteren Speditionshof. Das Ganze läuft hier durch den Schotter. Und hier kommt dann der Übergang in die Platte, an der ich jetzt gerade arbeite. Ja, so sieht das denn aus. Ohne Verfugung, ohne Farbbehandlung. Das sind alle Schritte, die als nächstes noch kommen werden. Die Häuser sind auch noch Rohbauten hier, das ist nur mal so grob hingestellt, um eine Vorstellung zu bekommen, wo ich hin will. Ja, lasst gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr eine blöde Frage habt. Vielleicht kann ich sie ja beantworten, vielleicht auch nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bin dann mal raus und tschüss.